Was, der ist tot? Instant? Ich werde mal besser oder schlechter, wie auch immer. Meine First Leben. Hä? Vier Schüsse kann sich doch keiner leisten hier. Na. Mir fehlen irgendwie Granaten, die ich da hochwerfen kann. Klar kann ich mich vor dir verstecken. Das funktioniert doch 1A, siehst du doch. Ist zwar kein unbedingt kritischer Schleichangriff, weil ihr schon alarmiert seid, aber ich bräuchte eine Granate, um da was hochzuwerfen. Ja, Magie, also das Problem bei Minko ist, glaube ich, auch, dass ich irgendwas habe, was mich magieanfälliger werden lässt. Ich hätte ihn noch einfach messern können, wie mir gerade auffällt. Das war gerade dumm, den. Nein! Nicht ausweichen! Was tust du denn? Haha! Oh. Oh, die sind über. Ich meine, wer betäubt wird und dann ins Wasser fällt, ist, glaube ich, so gut wie tot. So, bei dem Magier da hinten muss ich ein bisschen aufpassen. Denn ich glaube, an die schleiche ich mich am besten ran. Also, diese Knochenrüstung zu kriegen, ist echt kein Ding. Ich meine, die hat ja jeder Einzel hatte hier diese komische Rüstung. Weil ich speichere mal übrigens vorher ab, bevor ich mich an den Typen ranwage. Nicht, dass das noch schief geht. Das wäre ja irgendwie doof. Was? Ich will doch gar kein Brot mitnehmen. Stahlbolzen. Der hat er auch in der Tasche, nachdem ich ihn da reingeschossen habe. Doch, kann ich. Siehst du doch. Nein! Oh, nicht mehr hier angucken. Nicht. Nein! Du hast mich nicht gesehen. Verdammt. Also doch. Ja, da hinten sind ja noch mehr Leute. Aua! Plünderbeutemacher. Ich mache hier gleich Beute. Warte mal. Da könnte ich auch mal... Ich meine, solange ich die guten Bolzen habe, verwende ich die auch. Also, es gibt keinen Grund damit... jetzt fangen... Diese Magier mit ihren Schilden. Warte mal. Oh. Hä? Was ist das? Hä? Was ist das denn? Ist das eine neue, tolle Methode des Eigenschutzes? Dass man irgendwie so ein komisches Schild mit sich rumträgt? Als Magier? Oder gibt es das schon länger und ich habe das bloß bis jetzt konstant ignoriert, dass es sowas gibt? Vor allen Dingen gibt es hier noch mehr. Oder hat mich irgendjemand anders angezaubert und ich habe das bloß gerade nicht mitgekriegt? Nein! Ey, guck dich das mal an! Zeitlupe, man sieht genau die Bewegung, die sie machen und dann. Und dann machen die eine Ausweichbewegung, die Schweine. Oh, sind meine Bolzen schon alle? Oh Gott, jetzt heilen die sich auch noch. Ach, es gibt hier noch einen Magier. Ich dachte schon, die haben jetzt irgendwelche tollen, innovativen Verteidigungstaktiken drauf. Gift der Magie? Guck mal, das ist ein bisschen unnötig, dass man die explodierenden Bolzen wieder einsammeln kann. Aber ich will mich mal nicht beschweren, weil die so teuer sind. Blitzmantel. Ne, das hatte die ja nicht. Die hat sich einfach nur... Die hatte einfach nur eine Kollegin. Geht's ja nicht auch irgendwo rein, oder ist es hier bloß Makulatur? Obwohl, da hinten, das sieht sehr nach Tür aus. Ja, ich glaube, dafür brauche ich mal was. Blitz. Achso, ich habe gar keine Blitz, keine Elfendinger, keine Zwergenbolzen mehr des Blitzes. Meine gegner Magier ist so ein... Oh, ein Plünderfürst ist das sogar. Der kann so gut zaubern? Na gut, dafür brauche ich... Dafür kann ich jetzt auch mit einem normalen Bolzen losschießen. Wo sind denn hier die Stahlbolzen? Klack, klack. Und tot. Wunderschön. So, das müssten alle... Oh, warte mal, ich könnte hier sogar... Warte mal, warum gibt es denn hier zwei Knöpfe? Warum ist da eine Druckplatte? Warte. Hä? Wo kam denn... Wo gerade... Sag mal, ist das hier ein Schlachtschiff? Jetzt mal ernsthaft. Weil das ist... Ich meine, ein Schlachtschiff aus Stein wäre verdammt unlogisch, aber... Wofür soll denn das bitte schon sonst gut sein? Was machen die Druckplatten jetzt so? Hä? Das ist ja ein komisches Ding. Na gut, verstehe ich jetzt nicht. Ist ja auch egal. Ignorieren wir es einfach mal einstweil. Da geht's lang. Ich bin ja mal echt gespannt, was so eine versunkene Zwergenruine zu bieten hat. Literatur gibt es ja anscheinend ja keine, wo ich irgendwie nachlesen kann, ob irgendjemand schon mal was darüber rausgefunden hat über den Ort hier. Was war das? Ah! Verdammt, gut, dass sie sich mal selber verraten, die Leute. Ach, das ist die ich vorhin runtergeschossen habe, war ins Wasser. Die müsste irgendwo da unten rumschwimmen. Mein Verstand spielt mir Streiche.
Ja. Genauso wird es sein. So wird es sein. Ah, stimmt, die habe ich ja gar nicht getötet, die eine. Die habe ich ja nur runter. Die ist ja nur bewusstlos runtergefallen. Dieser. Was ist denn das da hinten? Ist das irgendwas Großes, was da lang geschwommen ist? Na egal. Wie komme ich jetzt eigentlich darüber zu dieser. Achso. Dumme Frage. Einfach rüberlaufen. Das kommt davon, wenn man den offensichtlichen Weg ignoriert. Streamst du auch mal an Amnesia mit Facecam? Nein und nein. Hä, da hätten wir auch einen Weg gewesen. Amnesia, das überlasse ich anderen Leuten. Das muss ja. Das ist mittlerweile so kaputt gespielt, also zumindest das Standardspiel. Es gibt ja dafür noch irgendwie so Custom Stories. Ich habe mich mit dem Thema. Hä? Ich muss mal kurz quicksalten. Was macht der da? Das ist ja aber auch irgendwie neu, dass irgendwelche Leute andere Leute bestatten. Obwohl, ich glaube, er bestattet weniger, er plündert eher. Oh, das war ein neuer Finishing Move. Der war doch cool. Mal was anderes. Silberner ein Granatring. Ich glaube, er hat einfach nur seinen Kumpel geplündert. Zumindest sollte es so aussehen. Es fände ich aber schön, wenn sie das wirklich eingeführt haben. Also, dass sie das plündert. Dass es jetzt nicht nur ein Skript war. Aktivieren Kontrollschalter. Der wackelt so. Das wäre wirklich schön, wenn jetzt Plünderer sich gegenseitig plündern würden. Wie man das ja auch von Banditen erwarten würde, wenn ihre Kumpels tot sind, dass sie sich halt gegenseitig plündern. Warte mal, hier gibt es noch. Wird da wohl einen Grund haben, warum man von der anderen Seite an diese Säule hier ran kann? Und das hier so eine komische Zwerg. Na bitte. Netsch oder wie die heißen. Ja, Netsch war schon richtig geschrieben. Ein Dwärmerhebel. Mensch, der ist interessant. Ich wette, den könnte man für die Türsteuerung gebrauchen. Und darum, wo die Freunde hier gescheitert sind. Dumm, dumm, dumm. Was? Du besitzt nicht den benötigten Gegenstand? Klar besitze ich nicht. Ich habe einen Wärmerhebel gerade gefunden. Achso, das war wahrscheinlich nur so ein Standard-Wärmerhebel, wa? Hm. Na gut, ich glaube, dann müssen wir warten, bis es hierzu die eine richtige Quest gibt, weil ich glaube, sonst komme ich hier auch gar nicht rein. Falle ich jetzt hier auch noch runter? Nee, tue ich nicht. Ich kann mich hier schön an der Ecke lang glitschen. Das ist ja nicht. Oh, was ist denn das da hinten noch für eine Sandbank? Irgendwo müsste ja auch noch der Schatz des Piraten sein. Es würde mich echt interessieren, ob hinter der Geschichte auch noch tatsächlich was. Ah, warte mal, da ist er doch, oder? Ah, nee, das ist der Vulkanlaststreitkolben. Ne, der Plünder. Ne, der hat auch nichts. Na gut. Dann komme ich hier wohl einstweilen nicht rein. Achso, hier ist noch so ein komisches Schloss vor. Na gut. Dann. Ne, dann sehe ich auch gerade keinen Weg hier. Hier gibt es ja eigentlich noch mehr Gebäude. Warum kann ich nicht rein? Achso, tief ist das Wasser hier gar nicht. Ich dachte eigentlich, hier wäre ein bisschen tiefer. Warte mal, gibt es hier noch einen tiefen Eingang? Ne, okay, gut. Hätte ja sein können, dass man hier noch irgendwie anders reinkommt. Aber naja. Dann halt eben nicht. Dann müssen wir wohl leider darauf verzichten, hier den. Ja, auch keine Tür. Es gibt wirklich nur diese eine Tür. Das ist ja echt schlecht. Oh, die hatte ich noch gar nicht. Jetzt habe ich einen Stahldolch mitgenommen. Nein, was soll ich denn mit einem Stahldolch? Ey, das ist ein bisschen doof, dass die Pfeile keine eigene Kategorie haben. Ich meine, das sind mittlerweile so viele unterschiedliche Pfeile, die hauen mir das komplette Inventar voll. Den hatte ich schon, sehr gut. Dann würde ich sagen, können wir hier leider erstmal nichts machen. Eigentlich schade. Ich habe mich schon fast auf meine erste Zwergenruine des Tages gefreut, aber anscheinend ist es mir nicht vergönnt, einen zu plündern. Der Sonnenstein. Ja, da oben ist der Windstein, hier ist der Erdstein. Da fehlt ja eigentlich nur noch der Wasserstein. Wenn man den Sonnenstein jetzt als Feuer sieht. Aschenbrachen-Zitadelle. Ja, eigentlich ist die Landschaft schon ganz gut erkundet. Gut, hier im Kernland war ich noch gar nicht. Weil früher, weiß ich noch, waren da zigtausend hässliche Viecher hier, diese Zweiglinge. Und zwar die starke Variante. Na gut, ich glaube, ich gehe dann erstmal zurück nach Raben. Was? Du kannst dich schnell rausbefällen. Nee, ist denn warum denn das? Ja, wahrscheinlich. Ach, die eine Plünderin, die ich vorhin nicht umgebracht habe. Na gut, dann laufen wir nochmal einen Meter. Bis wir nicht mehr mit Feinden in der Nähe sind. Dann reisen wir dann schnell. Du brauchst einen Würfel. Quest später. Alles. Ach, stimmt, das war so eine Würfelhaltung. Jetzt, wo du es sagst. Also das Ding ist auch, dass ich das normale Skyrim, das ist schon eine ganze Weile her, wo ich es gespielt habe. Ich habe komplett vergessen, wie diese ganzen Halterungen und das ganze Zeug aussah. Burn, wirf die minderwertigen Pfeile doch weg. Dann was ist, wenn ich mal 10 Millionen Pfeile raushaue und dann habe ich die doch gar nicht mehr. Das wäre ja doof. Dann habe ich ja gar keine Pfeile mehr. Ja, ich weiß, ich werde die wahrscheinlich nie brauchen. Besonders, weil ich mit normalen Pfeilen sowieso nicht schieße, aber. Ach, naja, das ist. Ich fühle mich einfach besser, wenn ich Pfeile bei habe. Und davon tonnenweise. Oh, ich sehe gerade, der Stream hat deutlich weniger Delay, wenn man den nochmal neu startet. Na gut. Im spuckenden Netz gibt es den besten Suyama, den ich je getrunken. Ja, ist jede Münze wert, alles klar. Nein, habe ich noch nicht. Mallory heiße ich. Wenn ihr einen. Ja, hast du eine Spitzsacke? Alles, was ihr braucht. Starrenpfeile hat er wieder im Angebot. Ach komm, ich nehme die einfach mal mit. Obwohl, eigentlich ist es Quatsch, Starrenpfeile mitzunehmen. Ich schieße ja sowieso nie mit dem Bogen. Lass mal das mal. Ich kaufe aber erstmal eine Spitzhacke bei ihm. Ich glaube, das ist auch die Spitzhacke, die ich bei ihm ursprünglich verkauft habe. Geweihter Eisendurch? Ach so, die Verzauberung.
Eine alte Nordspitzhacke? Verdammt. Ja, das hier eigentlich. Oh, das schlackert aber komisch im Stream, sehe ich gerade, das Menü. Perfekt. Ich wollte gerade auf ein Glas hinübergehen. Danke, dass ihr mir den Weg erspart habt. Habe ich ihn gerade noch eins gegeben? Euch gefällt der Funkenregen oder ihr wollt etwas kaufen? Was? Mit der Sprache. Ein neuer... Das ist eine gute Frage. Ich wünschte, verdammt, ich hätte eine romantische Geschichte für euch. Er sagt mir immer noch nicht, wer das Ding hat. Noch mehr von diesem Balsam möchte. Wer sind die denn alle? Einfach schrecklich. Ich wer sind die denn alle? Er wird vielleicht bis zum nächsten Monat warten müssen. Mein Mann Vendil fürchtete, Besucher würden Rabenfels meiden. Wer seid ihr denn? Immer schön mit jemandem vom Festland zu sprechen. Spreche ich jetzt mit ihr oder? Ne, mit ihr da hinten. Mit wem spreche ich denn gerade? Sicher. Ich habe gerade auch nichts Besseres zu tun. Nicht? Geht jemand namens Mirak? Ich bin sicher, ich habe den Namen schon gehört. Oder nicht? Was, in einem Traum? Tja, okay, sie hat... Wer sind die denn alle hier? Die Insel ist nichts als ein Geröllhaufen. Ja, das da. Wenigstens lässt mich mein Vater trinken, was ich will. Richtet Geld ist meinen Dank aus. Yay. Passt dumm, auf, dumm. Auf. Es wird soll manchmal etwas einsam auf unserer entlegenen Insel. Das hört sich ja fast wie ein Angebot an, muss ich mal sagen. Nun, richtet Geld es aus, dass Miri das wirklich zu schätzen weiß. Yay. Gut, Amira brauchen wir gar nicht mehr fragen. Alter! In Rabenfels fest? Ein Elend, was? Nö, ich hab die Schnellreisefunktion, ich komme hier immer weg. Ist gar kein Problem. Durch die Vernichtung der Aschenbrot ist die Arbeit in den Feldern sicherer geworden. Danke. Na bitte, sind die jetzt alle wieder da, nachdem die Aschenbrot tut? Das waren die... na gut, hier, das da. Ich sollte ein wenig davon in meinen nächsten Trank mischen. Wer weiß, was dann passieren würde. Dann explodiert er. Bumm, macht er. Die hat meinen Namen, sagt Nyntex 116. Tja, ja, ihr verkauft ein paar... Tut sie das? Ja, und ich kann mit Stolz sagen, dass ich den größten Teil davon selbst anbaue und ernte. Ich wünschte nur, ich hätte eine bessere Quelle für das Gelee. Diese Netze sind so schwer aufzuspüren, weil es jenseits des Bollwerks so gefährlich ist. Tja, warum schreibt hier kaum wer? Vielleicht sind alle so gefesselt von dem Video, dass keiner auch nur es schafft, in seiner Kontemplation über die Tastatur anzufassen. Oder weil es nichts zu sagen gibt. Was weiß ich? Ich könnte dabei helfen, genau. Das wäre wunderbar. Ich werde euch gern für eure Mühen belohnen. Kennt ihr jemanden? Nee, das können wir gleich mittrainieren. Möchte ich nicht. Ich wollte eigentlich mal mit Minko mal Alchemie trainieren, aber habe ich es doch irgendwie gelassen. Ach, ich bin das erste Mal tagsüber hier. Das entstehen ja auch so viele Leute da. Und da hinten ist noch eine Mine, da war ich auch noch nicht drin. Jetzt entdecke ich erst, dass es in Rabenfels richtig was zu tun gibt. Hallo, Fetis. Hier ist viel mehr los, seit sich das Blatt gewendet hat. Ach, da. Habe ich doch noch ein Weilchen. Ach, deswegen ist ja so viel los wegen der Aschenbrut. Ah, ha, hier, guck mal, einen Anhänger habe ich. Macht meinen Kunden sehr glücklich. Weiter so. Geldes, genau das da. Geldes muss das in Flaschen füllen und auf dem Festland verkaufen, statt seine Zeit hier zu vergeuden. Seine Getränke sind hervorragend. Danke. Na bitte. Jetzt nehmen wir einmal alle die Kostproben an. Das ist ja komisch. Hauptmann wählt. Wenn die Aschenbrot erledigt ist, kann ich meinen Männern die verdiente Rast. Mit denen hatte ich noch nicht. Garyland? Hallo. Es ist immer ein Vergnügen, eine von Geldes neuen Mixturen. Jetzt sind die auf einmal alle voll erfreut. Warte mal, war das ja. Wer ist das denn eigentlich? Ja. Natürlich, reichlich Essen. Auf einmal gibt es ja vor allen Dingen reichlich Essen, ne? Vorhin war, hieß es, also bei den Telvanni heißt es doch die ganze Zeit, ah, haben wir nicht. Ach, das war hier die ehemalige Goldmine, nicht Goldmine, sondern, was haben die hier abgebaut? Starre? Nee, auch nicht. Und was haben die doch hier abgebaut, die Bande? Weil ich mich mit Skyrim nicht so richtig auskenne, ich schaue gerade nur wie in den Livestream, ist echt interessant. Ernsthaft? Hm. Ja. Ich versuche ja auch immer unterhalten zu sein, das irgendwie freundlich rüberzubringen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, mein Fallout, ich livestream mir auch Fallout und Let's Play das auch. Das ist nicht ganz so interessant, weil da habe ich nicht ganz so viel Hintergrundwissen. Hier in Skyrim, dadurch, dass ich die... Oh, Moment, was ziehe ich da weiter? Bei eurem letzten Besuch in der Mine hättet ihr euch fast das Genick gebrochen. Ich will meine letzten Tage nicht als Witwe verbringen. Ich klinge aber verdammt jung. Ich werde tun, was in meiner Macht steht, um die Überreste meines Urgroßvaters zu finden. Er ist da. Ich kann es spüren. Das war vor fast 2 Jahrhunderten. Gut möglich, What? Dass gar nichts mehr da ist. Lasst mich gehen, Weib. Kreiskios, ihr seid ein alter Dummkopf, der schnurstracks in sein Verderben rennt. Wie groß ist eigentlich die Lebensspanne von Dunkelelfen? Ich weiß, dass die Hochelfen verdammt langlebig sind. Menschen ja nicht so. Wie lange leben die?
Was ich gerade sagen wollte, mit der Welt von mit Elder Scrolls kenne ich mich so halbwegs aus, weil ich die beiden Vorgänger gespielt habe. 1 und 2, also hier Daggerfall und das andere, Redguard war es nicht, sondern das andere, ich keine Ahnung, wie der Teil hieß, der davor. Die habe ich leider nicht gespielt, aber ich kenne zumindest so halbwegs die Story und bin da so ein bisschen drin und kann dessen viel erklären, im Gegensatz zu Fallout, wo ich das nicht ganz so gut kann. So, jetzt sprechen wir erstmal mit den Leuten. Hallo, Afia Veloti, und ich lies meinen Satz vor, hat irgendjemand geschrieben. Ich habe bloß keine Ahnung, wer. MS Todesengelchen. Oder Mrs. Todesengelchen, wie auch immer. Hallo, Alpha. Ja, hier, guck mal, Getränke. Nur deswegen bin ich hier. Das Streitgespräch ist mir komplett egal. Das da. Na, das klingt ja wunderbar. Vielen Dank. Wie freundlich die auf einmal alle sind. So, jetzt hier, jetzt kommen wir. Mein Namira-Eck bräuchst du. Warte mal, wie habt ihr. Ja, voll. Jetzt kommt mal das Alter erfahren. Komm, das da. Um zu verstehen, wie wir uns kennengelernt haben, müsst ihr wissen, was er durchmacht. Das ist der mit der Hacke. Ah! Weiter in der dritten Generation. Der Bergbau war sein Leben. Da war die Mine leer. Als Kreiskios erwachsen wurde, wurde die Ebenerz stillgelegt. Das hat ihn schwer getroffen. Tja, warum hat er sich nicht anders... Ja, aber es war sein Leben. Was ist denn das für eine dumme Frage, die ich da wieder stellen kann? Na gut. Unser Heim war über 200 Jahre lang im Besitz seiner Familie. Okay. Wegzugehen hätte bedeutet, kostbare Erinnerungen zurückzulassen. Ich habe die Erkenntnis, dass Dunmer nicht so langlebig sind. Er ging auf Solstheim und verbrachte sein Leben mit der Suche nach einer neuen Ebenerzquelle. Die hat er leider nie gefunden. Vor einem Jahrzehnt fiel er deswegen in eine tiefe Depression. Er schloss sich in seinem Haus ein und weigerte sich herauszukommen. Hier habt ihr euch kennengelernt? Wie, war sie Psychologin oder was? Ist da eingeritten und hat gesagt, hier Junge, nicht mehr so depressiv, hier, ich bin da. So oder was? Es. Nachdem Kreskios allen verboten hatte, ihm etwas zu essen zu bringen, ließ Ratsherr Morwein seine Tür eintreten, bevor er verhungern konnte. Ich war damals eine Tempelpriesterin und sollte mit meinen Heilkräften seinen geschwächten Körper stärken. Ich blieb eine Weile und kümmerte mich um ihn, und dann haben wir uns wohl ineinander verliebt. Das ist natürlich eine total romantische Story, muss ich sagen, aber... Ich wette, irgendwo gibt es einen Tempeldiener, der sich total ärgert, dass die hübsche Tempeldienerin sich diesen komischen alten Sack geschnappt hat. Das ist übrigens ein Mensch, wie mir gerade auffällt. Na gut. Das würde auch natürlich die 200 Jahre Familie und so erklären. Das da. Dieser alte Dummkopf hält sich für 30 Jahre jünger, als er eigentlich ist. Er wird sich in dieser Mine noch den Hals brechen. Warum erkundet er die Media? Vielleicht hat er Davins. Ach Quatsch, nicht Davin, aber der andere Maluri hat seine Spitzhacke da liegen lassen. Er ist davon überzeugt, dass die Mine wegen einer Art Verschwörung geschlossen wurde, in der die Ostkaiserliche Handelsgesellschaft eine Rolle spielt. Wir sind zu Hause auf ein paar alte Briefe seines Urgroßvaters gestoßen und er nimmt jedes einzelne Wort für wahr. Oh Mann. Was stand denn in den Briefen? Das sieht aber auch nicht mehr so ganz taufrisch aus. Kreskios Urgroßvater hat für die Ostkaiserliche Handelsgesellschaft gearbeitet. In den Briefen wird eine Art Entdeckung erwähnt, die er näher untersuchen sollte. Daran stand wirklich nichts Besonderes. Ich weiß nicht, was ihn so in Fahrt bringt. Tja, wer war Kreskius Oset? Ich wette, wenn ich jetzt mich an den ganzen Namen aus Morrowind noch erinnern könnte, würde mir der Name auch was sagen, aber so sagt er mir gar nichts. Also, wer war das? Gratian Cerellius. Er war ein Forschungsreisender der Ostkaiser. Sagt mir gar nichts. Er wurde in verschiedenen Minen in ganz Tamriel geschickt, wenn es dort Probleme gab. Der arme Mann. Könnt ihr euch vorstellen, euer ganzes Leben lang diese gefährliche Arbeit zu verrichten und dann vor der eigenen Haustür zu sterben? Sowas kommt vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, was ist mit ihm geschehen? Es gab einen furchtbaren Unfall. Er wurde getötet, als einer der Tunnel einstürzte. Niemand hat je den Leichnam geborgen. Die Ostkaiserliche Handelsgesellschaft hat diesen Abschnitt verschlossen, um weitere Tragödien zu verhindern. Das ist ja interessant. Ich bin davon überzeugt, dass die Handelsgesellschaft irgendetwas vertuschen will. Aber ich weiß nicht. Das hört sich für mich aber auch interessant an. Ich meine, das ist so wie Fantasy-Rollenspiele nochmal aufgebaut sind, ist da immer irgendwas. So, ich glaube, wir verbringen die nächste Stunde in irgendwelchen dunklen Höhlen. So wie ich mich kenne. Ihr habt doch eine andere Meinung? Ja, was hat sie denn jetzt für eine Meinung? Mein Liebster ist fast 80 Jahre alt. Ach, das sieht man ihn kaum an. Als er Sachen eines seiner Vorfahren gefunden hat, muss ihn das etwas verwirrt haben. Ich liebe ihn sehr und stehe immer hinter ihm. Aber wenn ich zulasse, dass er dieser wirren Idee nachgeht, endet er womöglich unter einem Steinhaufen, genau wie Gratian. Tja, ja, wie Herrschungsmagie kann ich bei ihr trainieren? Oh, Priesterin, ah, das da. Keineswegs. Ich bin dort nicht einmal mehr willkommen. Oh, ja, warum wohl nicht? Warum kann ich denn so eine dumme Frage stellen? Das erklärt sich doch von uns selber, warum. Ich meine, Priester geloben normalerweise irgendwie so ein bisschen...
Keuschheit und hier Abstand von weltlichen Dingen. Und sie hat sich ja einen Kerl geschnappt, also jetzt mal wirklich. Um ehrlich zu sein, es gab Unstimmigkeiten zwischen meinen Überzeugungen und denen des ältesten Othrelot. Ach, das war's nur? Ich möchte nicht ins Detail gehen. Sagen wir einfach, unsere Meinungen über den aktuellen Status des Tribunals gehen weit auseinander. Na gut, dann habe ich mit dir nichts mehr zu bereden. Junge, rück die Axt raus. Wer zum Henker seid ihr? Seht ihr nicht, dass ich zu tun habe? Beschäftigt und womit? Mit mir die Axt geben, verdammt.